Schaut mal, ich habe genau 200 Rubine. Ist das nicht cool? Ah, jetzt kann ich hier erstmal oben bleiben, wenigstens. Muss nicht sofort wieder runter, aber ja, ist sowieso nichts. Ja, und jetzt bin ich am Arsch. Was soll ich denn da machen? Was soll ich bei sowas denn machen? Ist doch kein Wunder, dass ich Schaden, wenn mich das Ding dann noch einsperrt. Oh. Es ist anstrengend. Es ist wirklich super anstrengend heute. Nee, also. Kann ich hier beim Eingang irgendwie bleiben? Wie viele. Was halten die jetzt aus? Ich glaube, ich muss Bomben werfen. Ich glaube, es ist fast sinnvoll, hier Bomben zu werfen. Warte, wie kommen die nochmal hin? Bitte wieder drauf gehen. Bitte wieder drauf gehen, Leute. Mann! Kriegst dich hier nie gut zu treffen. Komm zu mir, komm zu mir. Das ist ein dummer Raum. Das ist wirklich ein richtig dummer Raum, ey. Ja, komm in die Mitte. So. Du erhältst die Greifenfeder. Mit ihr fühlst du dich federleicht. Ich kann jetzt endlich springen. Ich kann endlich springen. Das ist so ein wichtiges Item. Oh Mann, ey. War hier unten noch irgendwas? Weiß es nicht. Ja, da könnte man so rüber. Erstmal jetzt ein bisschen erholen, ey. Tschüss! Mann, ich will da oben lang. Ja, oh ja, das gibt's. Was? Ich muss hier hin, okay. Ah, eine Treppe. Da war eine Fledermaus direkt unter der Leiter. Wenn du die Leiter normal runtergelaufen wärst, hättest du die Fledermaus ausgelöst. Das kannst du nicht. Ey, wirklich, das gibt's doch gar nicht. No, das bewegt sich nach rechts. Tschüss. Ich dachte, das bewegt sich von oben nach unten. Ich wollte es einfach drauf ankommen lassen. Naja, ich habe jetzt eine Greifenfeder. Ich kann jetzt auch überall drauf springen. Ja, dann sind es auch schon wieder. Gucken wir mal, ne? Wie es so laufen wird. Liebe alles heute in dieser Aufnahme. Wirklich, ich liebe alles in dieser Aufnahme. Jetzt kann man zumindest erstmal gucken, was links ist. Ach, schau mal. Das ist ja super nett. Okay, dann muss ich das nicht mal rausschneiden. Dann ist mein Kommentar, dass diese Aufnahme super nett ist, auch drin. Das ist mir doch sowas von egal an dem Punkt. Ich meine, kann man es mir verübeln, diese Aussage, nach all dem, was heute geschieht? Ist aber klar, ey, dass ich so denke. Oh! Hey, Glück gehabt. Ausnahmsweise mal. Ja, geht aber auch. Geht doch auch. Was? Muss ich oben lang oder was? Wie springe ich denn jetzt hier hoch am besten? Nee, ich komme nicht so hoch. Nee, kannst du vergessen. Nee, ich muss. Oh no, ich muss oben bleiben. Das heißt, hier ist doch falsch. Oh. Mann, ich war jetzt so. In Ekstase möchte ich es nicht nennen, aber ich war jetzt so glücklich, dass ich da abgefangen wurde von der Plattform. Und dann das, ey. Jetzt aber, endlich. Yeah. Oben oder unten? Ist egal, oder? Kann ich sowieso nur oben lang? Hi. Springen auf, um hoch hinaus zu gelangen. Oh, ja, das. Also, heute ist wirklich wieder. Ja, hier kein. Nee, ich muss es auf ein anderes Feld schieben, wo es mehr passt. Einen Augenblick, das haben wir gleich. Das muss nämlich bestimmt auf dieses vorgefertigte Feld hier drauf. So.
Und ich habe mir die Truhe versaut. Ich muss die Truhe kriegen, was willst du machen? Ihr braucht die Truhe zuerst. Och komm, ey, das stand schon am Anfang richtig so. Und nur weil ich es aus Versehen. Kannst du da bitte drauf? Nur weil ich es aus Versehen schon geschoben habe am Anfang, habe ich mir die Truhe vermasselt. Okay, komm, was nur. Alles nicht so tragisch. Schieben. Naja. Wie geht's weiter? Oh, ja, das sieht doch auch sehr einladend aus, wenn man nur zwei Herzen hat. Boah, das sieht super nett aus. Also. Yummy. Aber nicht verzagen. Nicht verzagen. Ich bin einfach reingerannt. Natürlich bin ich einfach reingerannt, weil ich gerade überlegt habe und währenddessen gelaufen bin. I see. Nein, 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 nein. Ich muss das jetzt lösen. Ich muss das zu einem bestimmten. Oh, wir werden jetzt die ganze Zeit das Piepen hören, aber ist mir jetzt sowas von wurscht. Ist mir so egal, ob wir jetzt die ganze Zeit das Piepen hören werden. Kann es jetzt nicht ändern, ja? Nein, ich will nicht springen. Schieben! Schieben! Hallo! Und nicht in die Treppe, ja? Yeah! Schlüssel! Ich muss mich verteidigen! Gut. Runter. Ah, ich habe die Greifenfeder ja schon ausgerüstet hier, aber. Was eine Kamikaze-Aktion hier! Na, das war richtig geil von mir. Das war so geil von mir. Ich liebe es. Kriegt man ein Herz oder so wieder? Als ob der so. Als ob der auch runtergeht, wenn ich über dem bin. Das. Als ob der runtergeht, wenn ich über dem bin. Das. Oh, alles fickt mich einfach nur. Alles will mich verarschen, ey. Und tschüss. Aber ist egal, das war eh nur ein Rückweg. Ich habe rausgefunden, was ich machen muss. Der Geistesblitz kam tatsächlich von allein wieder. Ich war einfach auf einer komplett falschen Fährte. Ich dachte, wenn ich hier mit Pegasus-Kernen rüberflitze, dann schaffe ich es, aber ich kann doch einfach drüber springen. Ja, ich habe mir gerade den Facepalm gegeben. Für meine eigene Blödheit mal wieder. Ich kann einfach da drüber jumpen. Es ist unfassbar. Was? Miniboss. Sagen die was? Ach so, ihr wollt direkt einfach angreifen. Brauche ich denn für euch? Ich hab irgendwie im Kopf, dass ich die rausziehen muss. Weil so kriege ich euch noch nicht angegriffen, oder? Mal so. Ich versuche erstmal so Schaden zu machen, aber nö. Ja. Man muss die rausziehen. Das wusste ich noch. Das wusste ich noch, sonst hätte ich dafür deutlich länger gebraucht. Sorry, aber das war Wissen, das ich mir behalten habe. Gut, ich werde trotzdem irgendwie sau viel Schaden kriegen. Ja, natürlich schießt du noch genau dahin. Oh, der lädt draußen. Oh, fuck, Alter. Come on, ich hab's sofort rausgehabt, wie ich die überhaupt schaden. Also wie ich denen schaden muss. Das ist schon mal super. Ja, ich nehme die ganze Zeit Schaden, weil selbst wenn ich einem angreife, wenn ich einen angreife, dann gibt es immer noch zwei, die auf mich schießen, oder? Ist das hoffentlich so wie beim ersten Zwischenboss, dass wenn ich einen kille, dass die anderen auch sterben? Natürlich nicht. Ach, hier ist es nicht so. Hier ist es nicht so wie beim ersten Zwischenboss, dass wenn ich einen kille, dass die anderen auch verschwinden. Das war nett. Aber ich sollte es ja wohl haben.
Und jetzt nicht ausfallen in die Mitte rennen, wo der Stuhl wieder scheint. Oh, yes. Miniboss First Try. Hätte ich allerdings nicht gewusst, dass ich die rausziehen muss, wäre ich da auf jeden Fall verreckt. Hundertprozentig. Das hätte ewig dauern können. Und bei meiner Stimmung, die ja noch eh schon kritisch ist, sage ich mal, durch das, was bisher passiert ist in der Aufnahme. Ich glaube, wenn ich da noch versagt hätte, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich die killen muss, ich glaube, dann wäre endgültig alles vorbei gewesen. Oh. Wir sind beim Schlüsselloch, aber ich brauche natürlich noch den großen Schlüssel, kein Problem. Ich weiß doch, wo ich hin. Und jetzt ist die Stimmung wieder besser. Ich habe den Miniboss First Try geschafft, also Zwischenboss. Ich habe das Gefühl, den Dungeon gleich beenden zu können. Ja, jetzt geht's mir besser. Jetzt geht's mir deutlich besser. Hab volle Energie aktuell. Und da wird der große Schlüssel drin sein. Ja, ich hab's behalten, dass da so ein Teil kommt. Ich muss erst mal wissen, wie ich da hinkomme. Irgendwo gab es ein Trampolin, ja. Also jetzt muss ich nachdenken. Jetzt muss ich auf jeden Fall nachdenken. Ah! Hä? Ah! Okay, ich brauche gar kein Trampolin. Du hast die große Schüssel gefunden, ja dann. Aber wieso war da so ein Trampolin in dem einen Raum? Hä? Muss ich jetzt den kompletten Weg nochmal latschen? Nee, überhaupt nicht. Ich hab doch dieses Portal da. Ich würde aber trotzdem gerne mal Herzen haben wollen. Nehmen wir mal Herzen hier raus. Ja, egal. Ist egal. Nö. Du hast gerade gecharged. Ah, ja, reicht mir eigentlich schon. Nö, jetzt reicht für dich mehr. Okay, das nervt. So. Verpisst euch bitte doch mal, mir reicht's. Ein Herz, bitte. Oh, nice. Genau, was ich brauchte. So, und jetzt hier nämlich rein. Auf diese Weise komme ich doch ganz bequem zu dem anderen Ort, wo ich hin muss. Sehr gut, dass ich jetzt wenigstens smart genug war, das zu nutzen, anstatt den kompletten Weg nochmal dahin zu laufen. Dann hier rüber. Eieieiei, dieser Dungeon, ey. Dieses eine Trampolin, was wir vorher gesehen haben, war scheißegal. Ein Augenblick. Ich würde gerne kurz was machen, nämlich Safe Staten. Aber jetzt nicht, um hier irgendwie zu scheißen, sondern einfach nur zu gucken. Ja, ich denke, ich habe. Also, wie gesagt, ich kann es ja nicht prüfen. Ich kann es leider nicht prüfen durch Verschieben, oder? Ich kann ja das Stockwerk nicht so drücken, wie. Oh! Mir fehlt eine Truhe. Wieso geht das jetzt? Aber mir fehlt eine Truhe. Ich hab die Truhe übersehen. Ich bin noch nicht fertig. Ja, schade. Schade. Too bad. Wäre gerne fertig gewesen, aber bin ich nicht. Cool, das habe ich auch noch nicht gesehen, dieses Menü. Aber, ah, guck mal hier lang. Ja, das habe ich noch gar nicht benutzt hier. Was sagst du? Oh, was sagst du, Eule? Ich dachte mir, da ist gar nichts mehr zu holen. Ich dachte, das ist nur so ein Rückweg. Im Wasser ist es unver... Okay. Okay. Im Wasser ist es... Also selbst mit dem Tipp hätte ich nicht gewusst, dass ich die rausziehen muss. Aber immerhin gibt es überhaupt irgendeinen Tipp zu dem Mini-Boss-Fight. Sag schon wieder Mini-Boss, ich würde Zwischenboss sagen. Puh, dann haben wir auch die Truhe noch bekommen.
Dann ist es ja nicht mehr viel. Jetzt aber ohne weitere Unterbrechungen zum Endboss. Warum auch immer ich jetzt die Karte verschieben konnte. Ich werde ab sofort jedes Mal, wenn ich das machen möchte, vorher Save-Staten müssen. Anders geht's ja nicht. Immerhin konnte ich jetzt nachgucken. Ja, und ich meine sogar zu wissen, was jetzt für ein Endboss kommt. Das ist bei dem Namen Giftmottenhöhle auch nicht so schwierig.